So, die Schweine sind wieder zusammengetrieben, alle drei. Sie laufen wenigstens alle einigermaßen in dieselbe Richtung. Und... Lisa Lula! Recht haben! Du wirklich gebracht! Neue Herde! Du gehen zu ihr! Sie froh sein werden! Ich mich kümmern um Schweine! Gut. Du seid zurück? Du Schweine mitgebracht? Ja, Trescher Sula, aber wirst du auch dein Teil unserer Abmachung erfüllen? Mal haben Rekai recht gehabt, du wirklich haben Überleben von Sippe gerettet. Andere Menschlinge jetzt seien frei. Wir sie gut behandelt. Mutter und Jäger dich segnen. So, okay. Ihr habt uns befreit. Wie können wir euch das jemals danken? Geht es euch gut? Von uns ist niemand verletzt, Travia sei Dank. Natürlich war es schrecklich, von diesen Kreaturen gefangen genommen zu werden, aber sie haben uns nichts getan. Wenn ihr nichts mehr von uns braucht, werden wir jetzt zum Rattelshof zurückkehren. Könntet ihr mir helfen, einen verschütteten Höhleneingang freizulegen? Wenn am Rattelshof noch das ein oder andere Pferd lebt und nicht all unser Werkzeug beim Brand zerstört wurde, sollte das kein Problem sein. Wir kehren jetzt erst einmal zum Rattelshof zurück, damit die Leute dort sich keine Sorgen mehr um uns machen. Sprecht einfach mit Bauer Ebergrütz, wenn ihr wieder beim Hof seid. Er kann euch... Er kann das alles sich in die Wege leiten. Einverstanden, wir sehen uns am Rattelshof. Ich möchte mich hier noch etwas umsehen. So, die Bauerntürmen. Wir werden wohl die Gobbos abziehen. Ja, sie sagt nur Segen und Danke. Verbände neu. Aufgepasst. Das bin ich. So. Hier waren noch ein paar Fässer, die wir zerdeppern können. Jede Menge Fässer sogar. So. Das war das. Sprich mit den Bauern. Die Bauern sind heilfroh, aus der Gewalt der Goblins befreit worden zu sein und haben sich gleich auf dem Weg zum Rattelshof gemacht. Kehre zu Ebergrütz zurück. Jetzt sollte ich zu Ebergrütz zurückkehren, um ihm von meinem Erfolg berichten. Ja. Wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte für einen Punkt in Mut. So, wir können gerade den Weg hier nehmen. Dann können wir doch noch die toten Wölfe hier plündern. Sanja. Ich hatte das mit den Schweinen schwieriger in Erinnerung. Entweder haben sie es mit der Gold Edition etwas gepatcht, dass die Schweine sich besser verhalten.
Oder ich habe mich damals einfach nur schlecht angestellt. Und ja, auf die 15 Dukaten können wir gut verzichten. Immerhin haben wir ja verdammt viel Geld. Wir sind halt wirklich reich für Aventurien-Maßstäbe. Weil eigentlich gibt es neben Dukaten, Silberling und Heller. Oder Heller, Heller. Noch eine vierte, ganz niedrige Währung. Ich weiß noch nicht mehr gerade, wie sie heißt. Gibt es in anderen das schwarze Auge spielen. Nur nicht in Drakensang und auch nicht in der Nordland-Trilogie. Aber ja, normalerweise ist das so die Standardwährung, die die meisten gemeinen Leute mit sich rumtragen. Also etwas, was wir gar nicht haben können. Die sind froh, wenn sie mal ein paar Heller in der Tasche haben. Das heißt, wir mit unseren 1050 Dukaten sind verdammt reich eigentlich. So, Ebergrütz. Und? Gibt es Neues zu berichten? Ja, wegen der vermissten Bauern. Das habt ihr großartig erledigt, Breno hier. Alle meine Leute sind unversehrt. Ich danke euch vielmals. So bleibt nur noch die Bestie. Konntet ihr sie schon ausfindig machen? Die Höhle habe ich gefunden, aber der Zugang ist teilweise durch Schutt und Geröll versperrt. Womöglich ist sie für immer darin gefangen. Tatsächlich, ich befürchte, darauf können wir uns nicht verlassen. Es bliebe immer die Sorge, dass die Bestie sich irgendwann wieder rauswühlen würde. Ich schicke meine Leute, um euch zu helfen, den Eingang freizuräumen. Gut, ich treffe eure Leute dann am Höhleneingang. Die waren relativ schnell. Na, was sagt ihr? So ein wenig Schutt und Geröll stellt für uns kein Hindernis dar. Wir haben den Eingang in Windeseile wieder freigelegt. Ja. Sehr gute Arbeit, ich danke euch. Das ist doch das Mindeste, was wir tun konnten. Wenn ihr die Bestie erledigen wollt, müsst ihr euch aber beeilen. Der große Krieger Parzon von Streitsieg wird euch sonst zuvorkommen. Kaum hatten wir den letzten großen Felsen beseitigt, da zwang er sich schon durch das Loch und war verschwunden. Was für ein Held. Parzon ist schon vorausgegangen. Na, ganz großartig. Ja. Übergibt die Schweine. War doch nicht so einfach, aber schlussendlich habe ich es geschafft, die Schweine bis zu den Koblenz zu treiben. Sprech mit Trescher Sulasch. Trescher Sulasch steht zu ihrem Wort. Die Bauern dürfen gehen. Stelle die Bestie. Zeit, die Bestie in ihrer Höhle zu stellen. Mhm. Stinkende Höhle. Gut, ich weiß schon gar nicht mehr. Oh, Autosave hat's auch gemacht. Wie praktisch. Dieser Gestank raubt einem ja den letzten Atem. Schwaden von Tod und Verwesung liegen in der Luft. Wie auch immer die Bestie, wenn sie so riesig ist, hier reingepasst hat. Sie ist auf jeden Fall nicht freundlich. Oh, Gruftasseln. Oh. Und Amöben. Ja, sehr schöne Sache hier. Schöne Scheiße. Bei Angroschbart.
Bandaya Ioai Banda Furas. Ich wollte eigentlich kein Klaroporum, sondern ein Balsam auf dich wirken. Okay, was spucken die Gruftasseln aus, wenn wir sie häuten? Oh, Gruftasselauge, das war ja eigentlich klar. Also ja, ich wollte die Gruftasseln nicht unbedingt hinter uns haben, wenn vor uns Amöben sind. Gucken wir aber mal kurz, was in der Richtung ist, aus der die Gruftasseln gekommen sind. Tote Amöbe. Ja, Giftbeutel sind zum Pfeile vergiften da. Ach, ey, meine. Noch mehr Gruftasseln, ich weiß nicht, gerade noch ging. Okay, da kommen sie ja schon. Aufgepasst! Ja. Ja! Arquatus. Attacke! Sprich, Freund. Bapia. Lass das mal vor mir. Sanja. Beja Tara Graf. Gut, Vorgrim ist geheilt. Candidus. Nein, wir vorgehen am besten gleich nochmal. Das bin ich. So. Das war die letzte Gruftassel hier erstmal. Sammeln wir noch den Loot auf. Und machen das den schweren Wundbrand noch weg hier.
Gut, ich gucke dann eigentlich erstmal in Richtung der Amöben, aber bevor ich das mache, ist es mal wieder Zeit zu speichern. Let's Play 30. Und da gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.